Videos, den Flieger aus Spanien. Wahrscheinlich hört man es kaum bei diesem hellen Lärm, den das Monster hier verursacht. Deswegen hoffe ich, dass wir gleich... jetzt ist das Ding abgestellt. Gott sei Dank. Uff, ist das eine Maschine. Und ein Lärm. Also jetzt nochmal. Hola amigos und Grüße aus Spanien. Heute möchte ich euch einen LKW vorstellen. Ein Scania V8. Aufgepeppt und aufgepumpt. Durch Tuningmaßnahmen weitaus stärkere Leistung als vom Werk. 16 Liter V8. Also wirklich eine Maschine. Na, jetzt geht das Ding schon wieder. Also wenn man in der Nähe der Fahrerkabine, also sozusagen unmittelbar vor, neben oder hinter dem Motor steht, das ist ja immerhin ein 16 Liter V8 getuned, der macht so ein Gebrüll, da kann man also wirklich sein eigenes Wort nicht mehr verstehen. Also jetzt hat der Fahrer Wichtigeres zu tun, denn ihr werdet sehen, was da jetzt passiert ist. Grande Katastrophe und deswegen ist der LKW aus. So, also nochmal, ich bin jetzt wieder da. Der Motor ist aus. Der Fahrer und Eigentümer reinigt gerade einen Kaffeefleck. Der muss natürlich weg, das ist ganz klar. An so einem Fahrzeug darf es keinen Kaffeefleck außen am Fahrzeug geben, logischerweise. Also ich möchte euch den Scania einfach mal vorstellen. Das ist der Scania von meinem Freund, einer von vielen, die er besitzt. Und mit diesem Scania fährt er auch regelmäßig durch die Gegend, durch Europa. Aber dieses Fahrzeug ist halt etwas Besonderes, denn ja, erstmal ist es wunderschön ausgestattet und dann hat es natürlich ein Motortuning, das seinesgleichen sucht. Und hier beispielsweise ist eine Besonderheit, hier ist eine selbstgebaute Diebstahlsicherung, weil wenn die Fahrer nachts schlafen, gibt es tatsächlich auf den Rasthöfen Leute, die hinten den Container aufmachen und teilweise die Ladung klauen oder sie komplett klauen. Und um das zu verhindern, ist also dieser Diebstahlschutz da angebracht worden, der einen Spezialschlüssel erfordert, um praktisch den Trailer zu öffnen. Also wir sind jetzt innerhalb des Kühltrailers. Das ist die maximale Größe, die es gibt. Größer gibt es nicht. Und der lässt sich zwischen minus 25 Grad und plus 25 Grad Temperatur fahren. Also ich kann Eis damit transportieren oder warme Kartoffeln, gekochte. Und diese Paletten, das sind sozusagen, wofür sind die jetzt, wenn diese, weil du... Das sind Polyvoltagepaletten. Und warum hast du die nicht im Palettenkasten? Nach der letzten Ladung sind die Drogen geblieben und wenn ich das nächste Mal lade, ich bestimmt wieder da schon, da ist sie geflogen in der Kastung. Mhm. Ja, Martin, wunderbar. Greift ja. Das ist also hausgemachter Diebstahlschutz. Mhm. Einfach, aber effektiv. Da kommen Sie nicht so leicht ran. Hat der nicht eine Alarmanlage, wenn jetzt einer die Kühlertür aufmacht? Dass, ja. Da müsste man ja eigentlich nur einen Kontakt haben. Ja. Zwei Kontakte. Nee, einer reicht ja, weil die Tür muss immer als erstes auf, ne? Ja. Reicht ein Kontakt. So, um zu verstehen, warum der LKW so aussieht, wie er aussieht,
gibt es eine leider traurige Geschichte zu dieser Angelegenheit. Und ja, ich möchte euch bitten, einen kleinen Moment innezuhalten und euch die Geschichte kurz durchzulesen. Und dann versteht ihr, was es mit diesem LKW auf sich hat und mit meinem Freund, der einer der größten Fans war und ist und auch heute Kontakt zur Familie hat. Also bitte lest selbst. So, und jetzt geht es in die Kabine, denn das ist ja das Herzstück und das möchte ich euch auch gerne zeigen, wie es in dieser voll ausgelederten Kabine aussieht. Mein Freund hat allerdings großen Wert darauf gelegt, keine Ledersitze zu haben, weil ihm gefällt das nicht. Also alles ist aus Leder, nur die Sitze hat er aus einem speziellen Stoff anfertigen lassen, auf den man auch nicht so schwitzt. Also alles oder vieles ist hier ganz speziell für diesen LKW handwerklich oder in Handarbeit hergestellt worden. So, hier sieht man also eine Leselampe und er ist Fan des GP Motorsports, also Motorradrennen. Und ja, jetzt geht's einmal über die Armaturentafel. Oberhalb, der hat ja so noch, wie soll ich sagen, so ein Hochdach aufgebaut. Da gibt es also auch dann natürlich jede Menge Staufläche und Ablagefläche, die man eben auch braucht. Da ist der Kulturbeutel und weitere Ablageflächen für Zigarettenschmuggel etc., was sich alles so anbietet. Und hier ist die Standklimaanlage, damit man ordentlich schlafen kann. Das ist deine Schlafklimaanlage hier oben, ne? Ja. So, was ist das jetzt hier für ein Zeug? Für Druckluftschläuche. Zum Reparieren, so schnell Reparaturset. Ja. Und um welche Schläuche geht das dabei? Die zum Beispiel. Alles mit Luftschläuche sind. Und das sind der gelbe und der rote, das sind Luftschläuche. Mhm. Und die anderen beiden, das sind Elektroschläuche, Elektrokabel. Für ABS und, okay. Licht und so weiter. Hier ist ein manuelles. Das heißt, wir haben 21 Grad im Kühler. Mhm. Da ist deine, das ist die Kühler-Klimaanlage. Ne? Mann, ist das ein Brummi. Ach so, weil das Diesel ist, ne? Siehst du die Widerhaken da drinnen? Steck Schnur rein und das verschließt sich automatisch. Und ist das dicht? Das ist dicht. Das ist ja super. Ja, das gibt schon viele gute Sachen. Aber es ist wahrscheinlich nicht billig, so ein Set, ne?
Hier sind die Tankstutzen, von denen du mir erzählt hast, dass die gerne abgerissen werden, um den Diesel zu klauen. Mhm. Und was bedeutet das Griffi? Griffin ist der böse Greif, der Vogel. Aha. Das kann ich nicht mal sagen. Ah, okay. Mal, mach die Zündung mal ein. Ich mach das mal. Ja. So. Das Gerät abziehen, bitte. Das ist abgezogen. Er macht ja trotzdem die Geräusche. Ja, das ist ABS, was er aktiviert. Ach so, okay. Nimm die Zündung aus, Zündung ein. Jetzt geh mal hier rauf, bitte wieder. Das ist ja unser Neutraler. Und jetzt können wir noch mal messen. Also. Da hat er Saft und der Weiße hat gar nichts. Der Weiße ist ständig spannungslos und der Schwarze sowieso, weil der ist, jetzt hat er auf den schwarzen Saft. Der hat auf den schwarzen Saft. Wieso hat der auf den schwarzen Saft? Der Schwarze ist doch die Masse. Ja, das muss ja nicht sein. Nee, das muss nicht sein. Du weißt ja nicht, wie das Kabel, das rauskommt, welche Farben sie da wie verwendet haben. Pass auf, wir müssen die Scheiße nochmal auseinanderkneifen. Das nützt nichts. Eins. Also jetzt machen wir das mal so, dass wir ganz auf der richtigen Seite sind und praktisch dann umklemmen und ausprobieren. Jetzt hast du die Zündung an, ja? Ist die Zündung an? Ja. Ich mach sie aus. Aber ich werde sowieso so arbeiten, dass wir da vorne keinen Kurzschluss produzieren. Also das ist ja der saftmäßige hier. So. Der Krümel. Der fällt ins Gebläse und mehr dann um die Ohren. Nach 10.000 Kilometer macht er Radda, 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 Radda. Mhm. So, also das ist jetzt nur ein Provisorium, um sicher zu sein, damit wir den Scheiß auch umklemmen können. Das ist ja komisch. Das ist ja komisch. So, jetzt Kontakte mal. Jetzt müsste das richtig sein. Was? Das Gerät mit dem verbinden. Jetzt dürfte also, jetzt ist das 100%ig richtig. Gerät ist tot. Nee. Schaltet sich gerade ein. Schaltet sich ein. Und es müsste tot sein, oder wie? Nee, warum? Wegen der Zündung, meinst du? Ja. Vielleicht sind wir noch in der Phase, wo... Ah, okay, das kann ich eben messen. In der Phase, wo noch Zündung besteht, meinst du? Ja. Das kann natürlich sein. Also. Da ist Saft. Und da ist nichts mehr. Das Gerät müsste eigentlich aus sein. Das heißt, die Kabel sind, das ist ja völlig falsch. Das ist ja auch hier nochmal wieder gedreht. Also das heißt, die beiden sind auch falsch. Die müssen auch gedreht werden. Mhm. Schaltet sich auch nicht ab, ne? Ist am Laden. Batterie am Laden. Das heißt, wenn ich jetzt Zündung anmache, ich mache jetzt die Zündung an. Mhm. Jetzt haben wir die Situation, dass hier auf allen dreien Spannung ist. Da ist Spannung und da ist Spannung. So, jetzt schalte ich aus und jetzt müsste er nach 5 Minuten ausgehen. Und wenn er das nicht tut, dann müssen wir die auch noch drehen.
dann ist das völlig falsch hier. Dann ist das hier der Schlüssel und das ist die Batterie. Dann müssen wir die auch noch drehen. Können wir mal eine rauchen? Wie kann man denn so eine Scheiße? Wie kann man denn so eine Scheiße fabrizieren? Tja. Lebst nicht schon lange genug in Spanien, um das zu wissen? Ja, das ist wahrscheinlich eine vom Chinesischen ins Englische und vom Englischen ins Holländische und dann ins Spanische übersetzt. Dann passiert sowas. Ist das Gerät an oder ist es aus? Das Gerät ist aus. Das Gerät ist aus? Ist aus. Das Gerät ist aus. Das ist ja eigentlich richtig. Ja, dann wäre es jetzt so genau richtig. Wenn ich jetzt auf Zündung mache, dann muss es angehen. Ja. Und es geht an. Dann ist es jetzt richtig. Masse. LKW. Masse LKW ist braun. Braun. Dauer. Strom. LKW. Und Schlüssel. Welcher von denen jetzt sich da verabschiedet hat. Der rote hat Dauersaft. Und der ist aus. Also, rot vom LKW ist Dauersaft. Jetzt ist die Zündung ja aus, ne? Ja, rot ist Dauersaft und dann ist der verbleibende, der schwarze vom LKW, ist der Schlüssel. Schwarz. So, und das geht jetzt auf Gerät. Gerät. Die Masse auf dem Gerät ist schwarz. Der rote ist der rote. Und der schwarze ist der weiße. LKW-Seite und Geräteseite. So, und jetzt puppeln wir das auseinander und du hast keine Quetschverbinder mehr, ne? Aber ich doch. Ja, ich habe noch zwei. Ja, weil wir brauchen jetzt noch genau drei Stück. Dann hol die nochmal bitte. Noch zwei haben. Jetzt warten wir gerade noch einen Moment, bis sich das wieder abschaltet. Ah, okay. Dann haben wir es nochmal komplett. Okay.
Jesus, kein Problem. Oh. Na dann ist ja gut. Hola amigos und Grüße aus Spanien. Der Kanal Jetzt helfe ich mir selbst braucht dringend eure Hilfe. Klingt komisch, ist aber so. Um weiter existieren zu können, benötige ich wirklich jedes einzelne Abonnement von euch. Für euch ist das natürlich alles absolut kostenlos und ohne jede Verpflichtung. Gleich welcher Art, jederzeit widerrufbar. Aber das wusstet ihr ja natürlich bereits. Für mich ist das allerdings ein Unterschied wie zwischen Himmel und Hölle. Bitte helft mir mit eurem Abo. Zusätzlich die Glocke angeklickt und automatisch verpasst ihr nie wieder ein neues Video von mir. Danke für euer Verständnis und danke fürs Abo. Euer Pixel. Müsste sich hier jetzt ausschalten, die Sau. Ja. Und, da passiert irgendwas? Standby, System Standby. Und jetzt musst du eigentlich dann gleich mal abschalten. Und aus. Jetzt ist aus. Ja. Also passt so ist es richtig. Ja. Okay. So, jetzt lösen wir das. Einen nach dem anderen, weil wir wollen keinen Kurzschluss haben. Und machen das jetzt. Ja, und das steckt jetzt ab. Ja, bitte, genau. Und jetzt machen wir den Quetschverbinder darauf. Ist tot. Nee, nee, okay, das scheint irgendwie, in dem Moment, wo du das, den Stecker reinsteckst, scheint er sich irgendwie selbst da zu aktivieren. Gut, der muss aber jetzt ausgehen, theoretisch. Mhm. Jetzt passiert da irgendwas. Standby, jetzt schaltet es gleich ab. Abgeschaltet. Jetzt gehe ich auf Zündung. Na, dieses Tacker, Tacker, Tacker ist normal. Gerät ist auf Zündung und die Sau schaltet ein. Mach jetzt mal den LKW an, damit wir auch die Funktion haben, dass dann nicht jetzt irgendwas. Soll ich einfach umdrehen? LKW läuft. Hat sich hier irgendwas zum Nachteil verändert? Also das ist astrein. Jetzt machen wir das LKW wieder aus, komplett. Und jetzt müsste die Sau nach ein paar Minuten ausgehen. Aber das ist ja völlig falsch mit den Farben da, was die da gemacht haben, die blöden Männer. Normal. So, jetzt passiert da irgendwas. Jetzt geht es wieder auf Standby und jetzt geht es dann gleich aus. Okay. Das geht schneller aus wie das alte Gerät.
Das hat länger gedauert. Das, das liegt aber am... Das liegt am Gerätshalt. So. Jetzt haben wir die Situation, jetzt habe ich hier so schöne Schrumpfschläuche mitgebracht. So, du weißt ja gar nicht, wie fantastisch das ist. Ja, wir müssen aber zuerst jetzt die anderen warm machen. Was willst du machen? Ach so, die werden auch geschmolzen, angeschmolzen? Ja. Ja gut, dann mach das. Hast du ein Feuerzeug? Nicht so dran ziehen wie irre. Doch, wie ich mir das vorgestellt habe, funktioniert das allerdings nicht. Aber er schrumpft ja. Wird warm an den Fingern, ne? Etwas. Boah, leck mir am Arsch. Ach, Scheiße. Also da gibt es auch bessere, du. Genau mein Beruf, du. Oh, hör auf, du. Ja, ist nicht. Na, wir schrumpfen das hier gleich mit dem Großen nochmal. Und dann hast du eine wunderbare Verbindung. Das muss also nicht perfekt sein, was du da machst. Weiß ich nicht. Da stinkt es nach verbrannte Haare. Heiß. So, jetzt kannst du den kokeln, dass er klein wird. Ankokeln, dass er zuzieht. Hier schon? Ja, er deckt jetzt gerade hier ab. Und wir haben hier noch zwei und da noch zwei. Also einfach das ganze Ding zukokeln jetzt. Soll ich das machen? Drehen. Am Ende muss er gut sein. So. Okay, das war Fall Nummer 1. Jetzt kommen wir von der Seite. Oh, das ist heiß. Scheiße, das ist sehr heiß. Ja, dann mach du das lieber. So, oder soll ich das machen? Ja, das geht schon. Ich schrumpf den jetzt auf. Drehen von der anderen Seite. Das sieht doch schon mal super aus, guck dir das mal an. Besser macht Scania das auch nicht. So. So, warte da, wir haben noch zwei. Was willst du mit die? Ja, ich habe das zur doppelten Sicherheit gemacht, dass das wirklich, wirklich astrein ist. So, den. Seite. So. Ja. Jetzt haben wir hier noch einen. Und den machen wir jetzt darüber. So. Und dann hast du die perfekte Verbindung.
Ich habe so einen Föhn, aber dafür braucht man 220 Volt. Die haben wir hier nicht. Das ist noch zu besetzen. Das geht immer weiter zusammen. Das habe ich schon so lange angebrannt jetzt. Ja, gut. Das ist okay. So, jetzt habe ich noch Feuer mal. Gut, das ist ja okay. So, das müsste es gewesen sein, Martin. So, das war's für heute. Nachdem ich meinem Freund geholfen habe und nicht nur mir selbst, ja, was bleibt noch zu sagen? Eigentlich nichts, außer fahrt alle vorsichtig da draußen, ihr Tracker und Trackerinnen. Wir brauchen euch, weil ihr müsst uns die Supermärkte voll machen. Also so viel von meiner Seite. Gute Fahrt und ein Tschüss aus Spanien.